Hallo und willkommen zum zweiten Teil Tipps and Tweaks für die Grafikkarte. Was ihr im Augenblick seht, ist ein Benchmark-Programm, auch von MSI, auch von der Download-Seite, wo ihr den Afterburner runterladen könnt, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Dieses Benchmark-Programm nennt sich MSI Combustor, richtig, ach, immer diese freudschen Fehlleistungen. Auf der linken Seite ist dann der Afterburner, die Anzeige des Afterburners mit unseren voreingestellten Punkten, die wir ganz gerne anzeigen lassen möchten auf der linken Seite, und hat sich auch einiges geändert. Und zwar unsere eingestellte Farbe, das sind die Werte, die wir hier auf der rechten Seite sehen, und die anderen Farben, also die Punkte, CPU, GPU und so weiter, und die RAM-Geschichten, die sind andersfarbig. Das werde ich euch nachher zeigen, weil ich habe nämlich eine neue MSI Afterburner Version runtergeladen, als ihr die im ersten Teil gesehen habt. So, jetzt ist auch der Benchmark hier zu Ende. Gut, okay, für die Grafikkarte. Während des Renderns, Aufnehmens, ist natürlich kein Wunder, nur 43 Frames per Second. Kommen wir also zu der neuen Version des MSI Afterburners. Und so sieht die derzeitig neue Version vom MSI Afterburner aus. Optisch hat sich nicht viel geändert. Allerdings nur hier die Versionsnummer 4.4.2. Und im Hardware-Monitor sehen wir hier noch zwei zusätzliche Zeilen, die uns über Statistiken etwas aussagt. Das heißt also 30 Kurven mit 1000 Millisekunden Periode, Erneuerungsperiode so und so viel, und die Lüftergeschwindigkeit. Das lässt sich einstellen oder ausblenden mit einem Rechtsklick auf dem Monitor irgendwo hier drauf, und dann kann man den Status wieder ausblenden oder einblenden. Geändert visuell hat sich der Riva Tuner Statistics Server, sehen wir sofort, ist dunkler geworden und hier ist eine 1 davor. Der kleine Engländer hier oben für die Einstellung ist jetzt hier unten als Setup-Button zu sehen. Und da haben wir dann auch wieder unsere zwei Reiter, und dann können wir auch wieder Geschichten einstellen, die wir erstmal hier unberührt lassen. Weil wir wollen uns ja erstmal auf die Anzeige in Spielen und anderen grafischen Oberflächenprogrammen konzentrieren. Gut. Und kommen wir zu einem ersten Spiel, wo wir hier unsere OSD-Anzeige anzeigen können per Afterburner. Das Spiel nennt sich Lux 3. Ja, erinnert ein bisschen an Kubismus und an Tron. Ziel des Spieles ist, Kugeln einzusammeln. Wie so der kleine Pac-Man in der Pac-Man-World. Und einige Auslöser, Schalter zu bedienen. So, machen wir mal eben kurz. Und auf der linken Seite sehen wir die Statistiken. Sprung. Leider wird kein Mauszeiger angezeigt. Deswegen will ich nochmal kurz erklären. In der dritten Zeile sieht man D3, D9. Da wird angezeigt, welcher DirectX-Treiber da das Spiel verwendet. Kommen wir zum nächsten. Alright, sweethearts, you heard the man and you know the drill. Assholes and elbows. Ready to get it on. Hudson, run a bypass. Meters. Hudson, tracker online. Ja, das ist ein etwas aufwendigeres Programm. Da probieren wir doch mal auch mal ein bisschen was aus. Das nennt sich Tron Slasher. Mal kurz angespielt. Und hier sehen wir D3, D11. DirectX 11 wird sozusagen benutzt von dem Spiel. Ja, das ist jetzt ein bisschen Flavortext. Ich kann es jetzt auch abkürzen. Ja, hier kann man sich noch so lustige Sachen
auswählen. Ist aber jetzt egal. Ach, Space is Play, gut. Wir wollen ja mal gucken, wie das hier abgeht. Oh, ich finde dieses Spiel absolut nervig. Es läuft irgendwie nicht so, wie ich will. Dann weiß ich auch gar nicht, mit was ich die Disk schmeißen soll. Ja. Ich hatte es mal vor ein paar Jahren runtergeladen. Das war damals kostenlos. Es wurde auch noch nicht ganz fertig programmiert zu dem Zeitpunkt. Einige Levels fehlen da noch. Ich dachte mir als alter Tron-Fan, spielst es mal an. Aber mir gefällt es nicht. Kommen wir zu den grundlegenden Einstellungen zur Echtzeit-Videoaufnahme während eines Spiels oder anderen Anzeige, grafischen Anzeigenprogrammen, wie zum Beispiel ein TV-Programm oder ein Blu-ray-Abspielprogramm. Ach ja, ich muss ja noch hier mich korrigieren. Hier steht keine 1 davor, sondern eine 7. Der Revertune Statistics Server ist hier eine 7.0.2. Aber zurück zu den Einstellungen. Ich werde nur ein paar Einstellungen erwähnen, die schon für gute Ergebnisse für meine Grafikkarte gesorgt haben. Wir gehen hier oben auf die Videoaufnahme, definieren uns zuerst eine Schnelltaste, einen Hotkey, welches das Spiel nicht hat. Also mal sicherheitshalber nochmal gucken in den Tastatureinstellungen des Spiels. Vielleicht ist da die ein oder andere nicht belegt, welches hier für den Afterburner zu belegen wäre. Dann Einstellung der Videoaufnahme steht standardmäßig auf MJPEG Compression und Audio-Video Interleave. Das ist Standard. Nachteil davon ist, dass durch diese Einstellung die CPUs auf dem Mainboard, also die CPUs, belastet werden. Also die machen die ganze Renderarbeit und das kann natürlich ruckelig werden, es sei denn, man hat einen super, super, super Bomberrechner mit super, mega, so und so viel Geschwindigkeit und das letzte Endgerät, High-End-Gerät. Doch es ist ein anderer Codec, ein anderes Videoformat im Gespräch, beziehungsweise mit dem man sehr gute Erfahrungen bringen kann, und zwar mit dem NVIDIA NVENC H.264. Das ist der Hardware-eigene NVIDIA-Decoder, der auf NVIDIA-Grafikkarten ist. Geht natürlich nur für NVIDIA-Grafikkarten und würde ich das hier auf AVI lassen und ich würde OK drücken, dann gibt es hier eine Fehlermeldung, dass das Video-Container-Format nicht mit dem Codec kompatibel ist. Deswegen umschalten auf Matroska MKV. Dann klappt das. Weiterhin können wir noch zu dem Videoformat weitere Einstellungen machen, indem wir hier auf das kleine Kästchen hier oben drücken. Dann kommt hier der Encoder. Der steht hier dann halt eben wieder auf diesen NVENC H.264. Sollten wir auch so lassen. Es gibt noch andere. Es gibt Intel und AMD Codierer. Doch ich lasse es hier drauf. Auch im Forum habe ich öfter gelesen. Lass es mal so. Das bringt die besseren Ergebnisse. Jetzt gibt es hier noch einen kleinen Punkt. Noch einen Konfigurationspunkt für den Encoder. Und zwar können wir hier Presets auswählen, und zwar zwischen grafischer Qualität, zwischen ausbalancierter Qualität, zwischen Grafik und Geschwindigkeit und auf Geschwindigkeitsqualität. Ich lasse es selber persönlich auf ausgewogen, auf balanced, und das Target Bitrate, das stand standardmäßig aus 5 Megabit pro Sekunde, und ich habe es jetzt auf 10 erhöht. Man kann es auch noch weiter erhöhen, dann ist die Qualität noch besser, dann gibt es noch mehr Informationen in der aufgenommenen Videoaufnahme, und das Häkchen für Low Latency Encoding ist an. Jetzt gibt es hier noch eine Funktion, die nennt sich Full Frame, Half Frame und so weiter, die ganzen verschiedenen Auflösungsgeschichten. Da kann man jetzt einen Benchmark machen, also schon mal so eine Voreinstellung. Oh, mal gucken, wie lange er braucht für oder wie geht's ab. Ich drücke einfach mal auf Benchmark. Da steht, dass dieser Codec durch CUDA beschleunigt auf Device 0, also auf meiner Grafikkarte, hat in der Auflösung 1920, 1080, 500 Frames in 9360 Millisekunden, also 53,4 Frames pro Sekunde gerendert. Bei einer besseren Grafikkarte ist natürlich klar, dass das dann natürlich besser ausfällt. So, nachdem wir das haben, gehen wir auf OK.
Und sehen hier auch wieder Vollbild, wollen wir haben. Das lassen wir hier unberührt. Dann lässt sich hier noch die Frames per Second einstellen. Bei wirklich schnellen Spielen, wie zum Beispiel diesen Flipper, den ihr gesehen habt, der muss mit 60 Frames per Second aufgenommen werden, sonst ist die Kugel ruckelig. War auch ein bisschen ruckelig, aber wenn ich es auf 25 oder 30 Frames aufnehme, dann ist das Ergebnis noch schlimmer. Gerade weil es halt eben so ein schnelles Spiel ist. Dann Framerate-Grenze deaktivieren brauchen wir nicht. Videoordner haben wir gesehen, wo das AA abgespeichert wird. Dann kommen wir zu der Audioquelle. Wir möchten entweder nur den Sound haben von dem Spiel. Dann gehen wir hier auf Direct Sound Aufnahmegerät. Die anderen, je nachdem, was man von einer Soundkarte hat, Onboard oder noch eine externe, die lassen wir hier erstmal außer Acht. DirectX, also Direct Sound Aufnahmegerät, wird dann ausgewählt. Dann den Stereo Mix. Und wenn wir dazu noch quatschen wollen, jetzt geht das ja über OBS, also über OBS Studio, dann werden wir noch wieder Direct Sound einstellen und dann spezifisch noch die Mikrofon, genau hier, die Mikrofonbuchse auswählen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier. Wichtig ist dann, hier steht, mehrere Audiospuren mischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst gibt es komische Verzerrungen in dem Sound. Ich möchte nochmal hier auf die einzelnen Einstellungen beim ReverTuner Statistics Server eingehen. Und zwar bei diesen generellen Einstellungen. Hier ist klar, lass es mit Windows starten. Zeige die On-Screen-Display-Geschichten an. Ist klar, sonst sieht man nichts. Dann hier, was ich schon richtig vermutet habe im ersten Teil, je nachdem wie schwierig das Spiel zu finden ist, sollte man halt eben die Mühe, ich sag jetzt mal die Mühe, dass der Detection eines Spieles, also die Erkennbarkeit eines Spieles, dann hochgestellt werden. Wenn man kein Spiel spielt und einfach nur eine Desktop-Aufnahme macht, dann stellt man es auf None. Also, Stealth-Modus, den bitte nur anschalten, wenn ihr Probleme habt beim Multiplayer-Online-Spielen, denn es kann nämlich sein, dass das Spiel den ReverTuner mit Afterburner als Cheat erkennt. Und ist das der Fall, dann Stealth-Mode auf On stellen, ansonsten auf Off. Custom 3D, Direct 3D Support, das ist aber auch Direct 3D, den einstellen, falls überhaupt nichts gefunden wird, beziehungsweise keine Anzeige da ist. Da muss man immer bei, das kann bei Spielen total unterschiedlich sein. Das, was passiert, das, was nichts passiert und solche Geschichten, einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel gerade bei alten Spielen, mir ist das aufgefallen, ich möchte ganz gerne mit einem ReverTuner Statistics Server aufnehmen, also per Afterburner. Da sehe ich nichts und plötzlich, aha, Schubidu, spielst ein bisschen mit den Funktionen rum, geht das hier. On-Screen Display Support ist klar, den sollte man natürlich anlassen, sonst sieht man keine Werte. On-Screen Display Rendering Mode sollte auf Vektor 3D stehen. Falls auch hier wieder einige Spiele das falsch darstellen sollten, dann Raster 3D oder Vektor 2D probieren. On-Screen Display Coordinate Space, Viewport oder Frame Buffer. Frame Buffer habe ich bessere Erfahrungen gemacht. On-Screen Display Shadow ist klar, ein kleiner schwarzer Rand drumherum bei den Zeilen und Buchstaben. On-Screen Display Fill, das weiß ich jetzt nicht. Das ist standardmäßig aus. On-Screen Display Palette ist klar, haben wir ja eben schon im ersten Teil besprochen. Farbe. On-Screen Display Zoom, ja klar, wir sehen, wir könnten die Zahlen vergrößern. Statistics steht hier auf Off. Kann man auch anmachen, das wären zusätzliche Informationen über Rendering-Zeit, um Größe und so weiter noch mit angezeigt, die lasse ich mal aus. Dann haben wir hier unten hier, also die Funktion, wo wir das Ganze platzieren können. 4 und 5, ach, ich lasse es immer eigentlich ganz gerne ganz aus. Ja, 1,1 steht standardmäßig auf 1, also noch ein Pixel vom Rand entfernt. So weit, so gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Probiert dieses Programmchen mal aus und sagt eure Erfahrungen. Oder jedenfalls, ich finde es besser als Fraps, weil es erstmal ein bisschen cleverer ist. Und
Das kann wirklich fast jedes Spiel aufnehmen. Muss man nur ein bisschen rumprobieren mit den eben gezeigten Funktionen. Und hier haben wir ein ganz altes Spiel, das nennt sich Drakan The Order of Flame. Da musste ich ein bisschen rumexperimentieren, was den Reverb-Tuner Statistic Server angeht. Und zwar muss ich eine höhere Detection Level ansteuern, so ab Medium, und den 3D Support aktivieren. Ja, und das ist es eigentlich gewesen. Wir sind hier jetzt gerade auf dem Drachen am Reiten. Ist richtig schön. Man kann auch schießen. So, Baby, landen, landen. Wie war denn das nochmal? Ah ja, so. Jawohl. Arak! Geh du, du bist näher. Es ist ein schönes Spiel. Komm. Und auch Soul Reaver funktioniert ähnlich wie Drakan. Da musste ich auch diese Einstellung übernehmen. Wollen wir auch mal hier ein bisschen reingucken. Oh. Naja. Jawohl. Aufgespießt. So, wie hole ich mir das Ding rein? Glaube ich mit D. Ja, richtig. Wunderbar. Und jetzt habe ich auch wieder mein Schwert. Das war Soul Reaver. Ja, und hier haben wir Gothic 3. Ich weiß, Mann, ich weiß. Gut, okay, da haben wir natürlich weniger Frames per Second. Natürlich alles sehr groß eingestellt. Aber Gothic 3 hatte sowieso so ein bisschen Laggy-Probleme gehabt, weil er immer von der Festplatte aus einlädt. Und obwohl ich großen RAM-Speicher habe, belegt er nur 3127 MB. Das sieht man ja links unten in der Statistik. Ja, auch hier kann man schön durch die Landschaft gehen. Gut, das soll es erstmal für die Spiele gewesen sein. Kommen wir jetzt zur Bildschirmfoto-Funktion, zur Screenshot-Funktion. Da gehen wir wieder auf Settings und auf Bildschirmfoto. Definieren uns auch wieder eine heiße Taste, also eine Schnelltaste, ein Hotkey. Diesmal habe ich hier auf der 10er Tastatur den Schrägstrich genommen, den Slash. Dann das Format des Bildschirmfotos, da bevorzuge ich PNG. Das hat nämlich noch die Alpha-Kanäle mit dem Hintergrund zu speichern, JPEG. Wer es mag, natürlich kleine Bildchen, aber mit Artefakten drumherum. Deswegen PNG ist für mich die bessere Wahl. Den Ordner kann man dann hier auch wieder einstellen, wo man den haben möchte. Den habe ich hier auch definiert. Und das sollte es erstmal gewesen sein für diese Folge. Dann wünsche ich euch alles Gute. Probiert es mal aus. Ich kann es echt nur empfehlen. Und man kann auch feststellen, wo es denn hakt während des Spiels, wenn man den Statistik-Server hier anlässt während des Spiels, was ihr bei den einigen Spielen, die ich euch eben gezeigt habe, gesehen habt. Ich wünsche euch alles Gute, markiert mich, macht einen Daumen hoch, follow me und wir sehen uns wieder. Macht's gut, ciao!